So, laut einer Erhebung aus dem Jahr 2019 leben in Deutschland ca. 45,7 Millionen Christen. Ja, das wird an der Anzahl der Leute festgemacht, die in irgendeiner Form einer Kirche angehören. 22,6 Millionen gehören der katholischen Kirche an, 20,7 Millionen der evangelischen Kirche und dann noch 2,4 Millionen, die anderen Gemeinschaften und Kirchen zugeordnet werden. Macht insgesamt etwas über 45 Millionen. Somit ist quasi jeder Zweite in Deutschland Christ. Eine sehr beachtliche Quote und fast zu schön, um wahr zu sein. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so. Deswegen stellt sich die Frage, wie sieht eigentlich das Leben eines Christen mit Gott aus? Was macht das aus? Woran mache ich fest, dass jemand ein Christ ist und wirklich Gott nachfolgt? Oder wo ist es einfach nur ein Name, ein Deckmantel, in dem sich ganz viele einordnen, aber was eigentlich gar nicht stimmt? Und manche würden darauf antworten, dass es reicht, einmal die Woche in die Kirche zu gehen. Oder vielleicht sogar nur Ostern und Weihnachten, also zweimal im Jahr, zu den großen Feiertagen. Andere würden sagen, natürlich, die stille Zeit muss ich machen. Also jeden Morgen Bibel lesen und beten. Am besten morgens, wenn es klappt, wenn nicht, dann irgendwann im Laufe des Tages. Vom Essen betet man natürlich. Aber reicht das? Kann man definieren, wie viel muss ich tun, dass mein Leben als ein Leben mit Gott durchgeht? Oder kann man das gar nicht genau definieren? Und diesen Fragen wollen wir heute anhand von Daniel 6 nachgehen, unter dem Thema mit Gott leben, eine Lebensaufgabe, Fragezeichen. Mit Gott leben, eine Lebensaufgabe, Fragezeichen. Und bevor wir jetzt einsteigen in das sechste Kapitel, einmal kurz einen Rückblick, was haben wir bisher gemacht? Was ist bisher passiert im Buch Daniel? Oder was ist überhaupt das Buch Daniel? Das Buch Daniel beschreibt im Prinzip die Geschichte von, oder aus der Perspektive jüdischer Gefangener oder Verschleppter. Es geht um Daniel und seine drei Freunde, die mit vielen anderen gemeinsam aus Israel nach Babylon verschleppt wurden, als Jerusalem erobert wird. Und dort leben sie unter Fremdherrschaft. Sie leben in einem Land, das nicht das ihre ist. Sie bekommen sogar neue Namen, sie werden umgepolt. Und es geht hauptsächlich um diese vier Personen, Daniel und seine drei Freunde. Und wir bekommen verschiedene Etappen aus ihrem Leben gezeigt, wie sie unter ganz krassen Situationen geprüft werden. Dann wird versucht, sie zum Sündigen zu verführen. Sie sollen ihren Gott ablehnen. Sie sollen im Prinzip Götzendienst betreiben. Und sie weigern sich. Sie bleiben standhaft und kommen damit durch. Gott belohnt das. Und erstaunlicherweise, man möchte es fast gar nicht glauben, steigen sie im Laufe der Zeit in enorme Regierungspositionen auf. Ja, total paradox, würde man nie erwarten. Aber sie bekleiden relativ hohe Ämter in der babylonischen Regierung. Dann gibt es zum Beispiel eine Szene, die vielen bekannt sein dürfte, die Szene im Feuerofen. Es wird gefordert, bete einen Götzen an, bete ein Standbild an. Und die Freunde von Daniel sagen, nein, wir müssen Gott gehorsam sein. Wir werden niemals jemanden anbeten, der nicht Gott ist. Die Konsequenz ist, sie werden in einen brennenden Ofen geschmissen und überleben. Ja, sie kommen unversehrt heraus aus diesem Ofen. Und was ist das Resultat? Der König Nebukadnezar fängt darüber an, Gott zu loben. Ja, und wir haben noch verschiedene weitere Szenen. Einmal der König träumt von einem riesigen Standbild und daraufhin gibt Gott durch Daniel eine Auslegung dieses Traumes und beschreibt quasi die Geschichte von vier Weltreichen, von denen Babylon das erste ist. Ja, und damit kriegen wir auch in dem Buch Daniel nicht nur Geschichte präsentiert, sondern auch Prophetie. Da wird ganz, ganz krass die große geschichtliche Linie dargestellt. Babylon, danach kommt Medo-Persien, danach kommt Griechenland, danach kommt Rom. Die werden so im Einzelnen nicht benannt, man kann das aber der Geschichte sehr gut festmachen, dass es genau diese Reiche sind. Und wir sehen im Nachhinein, wie sich alles erfüllt hat. Und wir werden heute auch sehen, dass selbst Daniel teilweise diese Erfüllung schon erlebt hat, von dieser Prophetie. Jetzt zum unmittelbaren Kontext. Letztes Mal hatten wir gesehen, wie der letzte babylonische König auf den Plan getreten ist, der König Belsazar. Er feiert ein großes Fest. In dem Fest lässt er die geweihten Gefäße aus dem Tempel Israels bringen, die geklaut wurden bei der Verschleppung, die heilig waren, die nur für den Gottesdienst gedacht waren und missbraucht sie für sein Fressen und Saufen, für sein Gelage. Und daraufhin erscheint eine Schrift an der Wand. Gott selbst schreibt eine Gerichtsbotschaft und sagt, du bist gewogen worden und bist von mir zu leicht befunden. Dein Leben wiegt nicht deine Schuld auf. Dein Leben reicht von mir nicht. Und Daniel legt am Ende diesen Traum aus und die Botschaft ist, heute Nacht wirst du sterben, dein Reich wird enden.
Und es geschieht genauso, in derselben Nacht kommen die Perser, sie nehmen Babylon ein, während die ganze Stadt am Feiern ist, haben sie den Fluss umgelenkt und sind unter den Mauern hindurchgekommen und nehmen die Stadt ein. Und der König wird umgebracht, so wie es vorhergesagt war. Und da setzt jetzt Daniel 6 an. Der babylonische König Belsatar ist gestorben, die babylonische Herrschaft endet. Persien nimmt das Reich ein und Persien und die Meder haben zusammen regiert. Die Perser hatten die Oberherrschaft und die Meder waren so kleine Unterherrscher, wenn man so will. Und jetzt in Kapitel 6 tritt der König Darius auf den Plan, er war Meder und wird von den Persern quasi beauftragt, Babylonien zu regieren. Und wenn neue Regenten auf den Plan treten, heißt es immer neue Herrschaft, neue Strukturen. Ja, das kennen wir auch. Neue Regierung tritt auf den Plan, wird erstmal alles umgeändert, dann werden neue Versprechen gemacht, dann muss das Regierungsprogramm auch umgesetzt werden, sonst ist man nicht glaubhaft. Genauso war es damals auch. Neue Herrschaft, neue Strukturen, neue Besetzung von Regierungspositionen, neue Ämter werden vergeben. Ja, wie wir es in Deutschland auch kennen, wenn auch nicht ganz so monarchisch. Was wird jetzt mit Daniel und seinen Freunden passieren? Ja, unter dem alten Herrscher standen sie recht gut da. Daniel wurde kurz vorher noch von dem König Belsatar zum dritten Mann im Reich gemacht. Hat kein Gewicht mehr, weil er in derselben Nacht gestorben ist. Aber theoretisch war Daniel ein mächtiger Mann im babylonischen Reich. Die gehörten zu den wichtigsten Beratern der babylonischen Könige. Und ich denke, aus dem, was ich euch eben im Rückblick erzählt habe oder was ihr auch selbst in den letzten Malen gehört habt, dürfte uns relativ klar sein, Daniel war ein Mann, der wirklich mit Gott gelebt hat. Das zeigt die Geschichte in dem Buch Daniel sehr, sehr gut. Aber was zeichnet dieses Leben mit Gott aus? Und deswegen wollen wir jetzt in Daniel 6 anschauen, anhand von drei Aspekten, wie ein Leben mit Gott praktisch aussieht, am Beispiel von Daniel. Und wir starten dafür mit dem ersten Punkt, und der lautet, mit Gott leben im Alltag. Und ich lese zunächst die ersten 4 Verse. Und Darius, der Meder, bekam das Königreich, als er ungefähr 62 Jahre alt war. Es gefiel Darius, über das Königreich 120 Satrapen zu bestellen, die im ganzen Königreich sein sollten, und über sie 3 Vorsteher, von denen Daniel einer war, damit jene Satrapen ihnen Rechenschaft geben und der König keinen Schaden erlitte. Da übertraf dieser Daniel die Vorsteher und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich zu bestellen. König Darius muss irgendwie sein Königreich in den Griff kriegen. Ja, und wie sollte das besser gehen, als es aufzuteilen? Ja, verschiedene kleine Bereiche definieren, über jeden Bereich einzelne Verwalter setzen, die da Verantwortung tragen. So kann man die Verantwortung sehr gut aufteilen. Und sehr wahrscheinlich hat das nicht nur generell die Verwaltung, sondern auch die Finanzen eingeschlossen. Damals Steuern waren auch damals vertreten, Geld musste eingetrieben werden, musste gesammelt werden. War damals nicht so einfach wie heute mit der Überweisung, dass es automatisch eingezogen wurde. Das musste wirklich eingesammelt werden und geprüft werden, dass auch jeder seinen Beitrag leistet. Da jetzt aber der König wahrscheinlich wenig Lust und Zeit hatte, wöchentlich mit Berichten von 120 Leuten bombardiert zu werden, schafft er eine weitere Ebene. Jetzt soll es noch 3 weitere Personen geben, die diese 120 Leute betreuen. Und dann hätte er nur die Arbeit, mit 3 Personen im Kontakt zu sein, was für ihn die Arbeit sehr leicht machen würde. Diese 3 Oberverwalter sollen die 120 Satrapen oder Verwalter, auch genannt, kontrollieren, überwachen und überprüfen. Und offenbar hatte der König Angst, dass er betrogen wird. Ja, das steht in Vers 3. Damit der König keinen Schaden erlitte. Ja, also die Leute haben relativ viel Macht und es war für sie in ihrer Position nicht besonders schwierig, eventuell sogar Geld abzuzweigen, von den Steuerannahmen, vielleicht die Strukturen so ein bisschen anzupassen zu ihrem Vorteil. Der König möchte das nicht und setzt deswegen diese 3 Männer ein, denen er anscheinend besonders vertraute. Weil welche Fähigkeiten müssen diese Männer mitbringen, die die anderen 120 Verwalter kontrollieren und damit quasi die ganze Herrschaft, das ganze Reich im Blick haben? Ja, sie müssen zum einen organisieren können, sie müssen fähig sein, diese Verantwortung auch tragen zu können. Zum anderen müssen sie vertrauenswürdig sein. Zumindest müssen sie den Anschein erwecken, vertrauenswürdig zu sein. Damit man sie überhaupt in Erwägung zieht für solche Positionen. Im Prinzip nichts anderes, als wie es heute auch bei
Regierungen, aber auch größeren Firmen finden. Je höher, je mehr Verantwortung man hat, desto vertrauenswürdiger muss man eigentlich sein. Und auch hier fällt wieder mal die Wahl auf Daniel. Also die Geschichte setzt sich fort, wie er vorher auch hohe Positionen bekleidet hat. Auch jetzt, er soll einer von diesen drei Männern werden und wird es auch. Also offenbar erfüllte Daniel die eben benannten Kriterien. Und das ist die erste Lektion, die wir von Daniel in Bezug von einem Leben mit Gott im Alltag lernen können. Mach deine Aufgaben gut. Offenbar hat sich Daniel wirklich ausgezeichnet gemacht in seinem beruflichen Feld. Sonst wäre er hier nicht wieder in diese Verantwortungsposition eingesetzt worden. Er hat die Aufgaben, die er hatte, seine Arbeit, seinen Beruf, hat er wirklich gut gemacht. Und häufig denken wir als Christen daran, dass es bei unserem Leben mit Gott eigentlich vorrangig darum geht, das Gemeindeleben gut im Griff zu haben, die Bibel regelmäßig zu lesen, an unsere Glaubensgeschwister zu denken, dass wir all diesen geistlichen Bereich gut machen. Und das ist auch richtig, das sind wichtige Dinge, aber wir dürfen dabei nicht das alltägliche Leben ausklammern. Gott erwartet genauso, dass wir unsere Rolle in der Gesellschaft gewissenhaft und gut wahrnehmen. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, wie ein Christ sich in der Gesellschaft verhalten soll. Dass Christen treu sein sollen, dass sie nicht lügen sollen, dass sie freundlich sein sollen mit anderen Menschen. Ja, und da können wir noch einige andere sagen, zum Beispiel auch die Stelle, dass Knechte ihren Herren untertan sollen. Das lässt sich ohne Probleme auf ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis anwenden. Sei gehorsam deinem Chef, sei respektvoll deinem Chef gegenüber und auch deinen Mitmenschen. Und da können wir uns die Frage stellen, wofür bist du in deinem alltäglichen Umfeld bekannt? Ja, das ist vielleicht hat man sich die Frage noch nie gestellt, aber es lohnt sich aber darüber nachzudenken. Was denken eigentlich andere über mich? Im ganz normalen Leben, wie würden sie mich beschreiben, wenn es um das Thema Arbeit geht, Familie geht, Freundschaft geht? Würden sie Gutes sagen? Oder bin ich eher für schlechte Dinge bekannt? Bin ich auf der Arbeit derjenige, der nur das Nötigste macht und das auch nicht mal gut? Irgendwie die Zeit rumkriegen, dann ist Feierabend, ab nach Hause. Jetzt geht das Leben los, kann der Spaß beginnen. Morgen wieder, okay, schaffe ich irgendwie auch, dann ist Wochenende. Ja, ist das mein Ruf auf der Arbeit? Das wäre kein gutes Zeugnis. Oder wissen meine Kollegen, dass ich meine Arbeiten immer gut mache, dass ich zuverlässig bin, dass ich fleißig bin? Ja, dass man sich auf mich verlassen kann, dass ich ordentlich bin und die Arbeiten auch abschließe, die mir gegeben werden. Oder in der Schule. Ist dein Ruf, dass du jeden Morgen die Hausaufgaben abschreibst, weil du zu faul warst, sie selber zu machen? In jeder Prüfung schummelst, wo es nur geht und vielleicht sogar den nächsten Streit und nächsten Streich anzettelt? Oder wissen deine Freunde, dass du das nicht machst? Ja, dass du sagst, nee, ich versuche so gut es kann, meine Hausaufgaben selber zu machen, fleißig zu sein, mich zu bemühen, in den Prüfungen ehrlich zu sein, zu lernen. Ja, ich denke mal, das werden sich viele entweder jetzt direkt daran erinnern oder auch etwas zurückblicken können. In diesem Konflikt stand man doch immer wieder. Wissen deine Freunde, dass du freundlich und hilfsbereit bist? Oder bist du eher jemand, der immer schlecht gelaunt ist, der unfreundlich ist, der gemein ist? Ja, und diesen Katalog können wir jetzt fortsetzen auf alle anderen Lebensbereiche. Einfach fragen, wie sehen mich meine Mitmenschen? Wofür bin ich bekannt? Zurück zu Daniel. Offenbar hat er sich nicht nur gut gemacht, sondern sehr gut gemacht in diesen Dingen. Denn der König will jetzt ihn als den Obersten dieser drei Obersten definieren. Also er hat jetzt, nochmal zur Erinnerung, die 120 Verwalter, darüber drei Oberverwalter. Und jetzt will er aus diesen drei noch einen herauspicken, der unter diesen drei die Führungsposition einnehmen soll. Der quasi damit einer der mächtigsten Männer ist. Der das ganze Königreich im Prinzip im Blick hat. Und das soll Daniel werden. Und aus irgendeinem Grund stößt diese bevorstehende Beförderung seinen Mitvorstehern gar nicht gut auf. Ja, die sind überhaupt nicht begeistert. Das lesen wir in den Versen 5 bis 10. Da suchten die Vorsteher und die Satrapen einen Anklagegrund gegen Daniel von Seiten der Regierung zu finden. Aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Da sprachen diese Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir einen im Gesetz seines Gottes gegen ihn finden. Da
Dann liefen diese Vorsteher unserer Trapen eilig zum König und sprachen zu ihm so: König Darius, lebe ewig. Alle Vorsteher des Königreichs, die Befehlshaber unserer Trapen, die Räte und Statthalter haben beschlossen, dass der König eine Verordnung aufstellen und ein Verbot erlassen soll, dass jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll. Nun, o König, erlass das Verbot und lass eine Schrift aufzeichnen, die nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist, nicht abgeändert werden darf. Deshalb ließ der König Darius die Schrift und das Verbot aufzeichnen. In diesen Versen finden wir keine Details, warum diese Berater ein Problem damit hatten, dass Daniel ihr Chef wird. Es gibt auch nicht zwingend einen Indiz dafür, dass es geistlich motiviert ist, dass sie ihn ankreiden wollen, weil er an Gott glaubt. Kann sein, lesen wir hier aber nicht. Manche Ausleger vermuten, dass ihnen die Ehrlichkeit Daniels nicht gefallen hat, weil sie selbst vielleicht unlautere Motive hatten und damit quasi ihre Chance auf Bereicherung davongehen sahen. Finden wir auch keinen Beweis für, aber ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man die Bedenken aus Vers 3 nochmal im Blick nimmt, dass der König Angst hatte, betrogen zu werden. Vielleicht war es das. Vielleicht waren sie auch einfach unzufrieden damit, dass jemand über ihnen sein soll. Ja, eine weitere Ebene. Sie waren jetzt nach dem König die oberste Riege und plötzlich soll es einen geben, der besser ist. Ja, was war Daniel überhaupt? War er besser als sie? Eigentlich nicht. Vielleicht waren es auch diese Gedanken. Und wir wissen nicht genau, was die Gründe waren, aber auf jeden Fall haben sie ein Problem damit und jetzt gehen sie auf die Suche, wie kriegen wir diesen Daniel weg? Wie können wir ihn vor dem König anschwärzen, damit er letztendlich nicht in diese Position erhoben wird, sondern vielleicht ganz von der Bildfläche verschwindet? Und das Fazit ihrer Suche am Ende ist, dass sie nichts finden. Ja, Vers 5, sie suchten einen Anklagegrund gegen Daniel und sie fanden keinen. Weil sie keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Das heißt, sie suchen und suchen in seinem Arbeitsumfeld nach Gründen, warum er seine Arbeit nicht gut macht und warum er es nicht wert ist, befördert zu werden. Und sie finden nichts, weil Daniel treu ist. Er macht seine Arbeit gut und er gibt ihnen keinen Grund, ihn beim König anzuschwärzen. Aber jetzt finden sie doch eine Chance und sie ergreifen sie. Sie sagen nämlich in Vers 6, wir werden keinen Anklagegrund finden, es sei denn, dass wir einen im Gesetz seines Gottes gegen ihn finden. Ja, das heißt jetzt nicht, dass sie darauf warten, dass Daniel gegen das Gebot Gottes verstößt. Das ist zum einen sehr unwahrscheinlich und zum anderen hilft es ihnen gar nicht, weil das Gebot Gottes für den König und für sie überhaupt nicht bindend war. Ja, das war eine Sache zwischen Daniel und Gott, das hätte sie überhaupt nicht interessiert. Vielmehr heißt es, dass sie genau wissen, der Daniel würde niemals etwas tun, was das Gebot seines Gottes verbietet. Und wenn sie jetzt irgendwas finden, was der König gebietet oder verbietet, was dem Gebot Gottes widerspricht, müsste er sich entscheiden. Und sie sind sich sicher, er würde sich für seinen Gott entscheiden. Und diesen Widerspruch wollen sie ausnutzen, um ihn am Ende ranzukriegen. Weil er damit erstmal alles richtig macht, aber für den König eine Straftat begeht. Gesagt, getan, sie gehen zum König, nehmen die ganzen Satrapen noch mit, vielleicht nicht alle, vielleicht nur eine Auswahl. Also eine Riesenmannschaft steht vor dem König und sagen, wir alle deine Berater haben entschieden. Erstmal eine fette Lüge, weil damit schließen sie Daniel mit ein, der auch einer von den drei ist. Ja, vielleicht hat der König gar nicht gesehen, dass Daniel nicht dabei war. Er glaubt das erstmal, dass es alle waren, aber Daniel war bestimmt nicht für dieses Verbot, was sie dann vorschlagen. Heißt, sie belügen erstmal den König, überhaupt eine Chance zu haben. Und schlagen jetzt dem König ein neues Gesetz oder ein Verbot vor. 30 Tage lang soll niemand jemanden um etwas bitten dürfen. Weder ein Gott noch ein Menschen. In Babylon gab es viele Götter, die angerufen wurden. Viele verschiedene Götter für verschiedene Bereiche. Und jetzt soll für 30 Tage die Regel gelten, kein Gott darf um etwas gebeten werden, nicht mal Menschen dürfen um etwas gebeten werden. Total absurd, diese Forderung. Aber dem König scheint der Vorschlag zu gefallen, oder er meint, vielleicht komisch, aber die Berater sagen das, wird schon richtig sein. Vielleicht glaubt er auch, dadurch seine neue Rolle irgendwie festigen zu können. Ja, er ist dann der Dreh- und Angelpunkt. Alle müssen zu ihm kommen. Niemand sonst darf jemandem helfen. Eigentlich eine gute Sache, um seine Macht zu etablieren.
Und die Konsequenz, wenn jemand es doch tut, Tod durch die Löwengrube. Ja, hungrige Löwen, man wird reingeworfen, die Chancen auf Überleben sind gleich null. Und darüber hinaus noch sollte das nicht einfach nur ein Verbot sein, sondern es sollte nach dem Gesetz der Meder und Perser erlassen werden. Und das war, ist eine feste Redewendung mittlerweile sogar geworden. Und es war so, ein Gesetz der Meder und Perser stand, wenn der König etwas gebietet oder verbietet, kann es unter gar keinen Umständen geändert werden. Niemals. Das ist absolut bindend. Selbst für den König. Der König kann auch nichts machen. Einmal ausgesprochen, bleibt es. Das finden wir zum Beispiel auch im Buch von Esther. Ähnliches Prinzip. Da finden sich auch spannende Lösungen dafür, aber es gibt dann auch dieses Gesetz der Meder und Perser und das kann nicht geändert werden. Der König lässt sich darauf ein, die Verbote werden vom König unterzeichnet, versiegelt und sind somit bindend. Das heißt, 30 Tage lang das Verbot, dass Daniel seinen Gott um etwas bittet. Und jetzt finden wir die zweite Lektion von Daniels Leben mit Gott im Alltag. Neben der Treue und Hingabe in seinem Arbeitsumfeld ist Daniel treu und hingegeben seinem Gott gegenüber. Er will nichts tun, was seinem Gott nicht gefällt. Und diese Haltung von ihm können wir ohne Probleme seinem Alltag zuordnen. Wenn wir die ersten 5 Kapitel lesen, das zieht sich durch. Dass es nicht für ihn eine Parallelwelt war, sondern es war fest verwoben mit seinem täglichen Leben, Gott treu zu sein. Gott war für ihn nicht nur zu ausgewählten Zeiten wichtig, sondern immer der Maßstab. Und wir wollen uns jetzt eine ganz praktische Sache herausgreifen, die auch in Daniel 6 steht, nämlich Daniel 6, Vers 11. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem gerichtet. Und 3-mal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er es vorher getan hatte. Ich möchte einmal den letzten Teil betonen, wie er es vorher getan hatte. Das macht deutlich, was hier in Vers 11 beschrieben ist, ist keine Reaktion auf das Verbot, dass er plötzlich anfängt zu beten, sondern er geht einfach ganz normal seiner Gewohnheit nach und das macht dieser Nachsatz deutlich. Hier wird einfach beschrieben, was Daniel tagtäglich gemacht hat. Er hat sich nämlich regelmäßig Zeit genommen, um mit Gott zu sprechen. Hier steht 3-mal am Tag. Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mir persönlich ist besonders der Bereich des Gebetes immer wieder sehr angefochten. Ich glaube, es geht vielen Christen so, dass das Gebet eine Baustelle ist, die immer und immer und immer wieder Thema ist. Ja, nicht umsonst hat einmal jemand sinngemäß gesagt, wenn du einen Christ Demut lehren möchtest, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Ja, und das dürfte auf viele Christen wirklich zutreffen. Und obwohl das Gebet eines der wichtigsten Dinge für einen Christen ist, jemand hat es einmal mit dem Atem des geistlichen Lebens verglichen, und ohne Atem kann man nicht leben, haben wir immer wieder damit zu kämpfen. Aber warum ist Gebet so umkämpft? Warum haben wir Menschen so ein Problem damit zu beten und das Gebetsleben zu beleben und aufrechtzuerhalten und zu stärken? Ich glaube, das Gebet ist umkämpft, weil es die stärkste Waffe ist, die wir Christen haben. Denn durch das Gebet suchen wir die Nähe zu unserem Gott, suchen wir die Verbindung zu Gott. Und was sind wir Christen denn ohne Gott? Von ihm kommt alles, was wir brauchen, alles, was wir haben, all die Stärke, all das Durchhaltevermögen kommt von diesem Gott. Und wenn die Verbindung zu unserem Gott geschwächt wird, ja, dann werden wir anfällig. Wir werden anfällig dafür, Gott nicht mehr treu zu sein, ihn zu ignorieren in unserem Alltag, einfach unser Ding zu machen. Es ist für den Teufel viel einfacher, uns zum Ungehorsam zu bewegen, wenn wir keine gute Beziehung zu Gott haben, wenn wir nicht beten, wenn das Gespräch mit Gott eine Seltenheit geworden ist. Und nicht umsonst schließt Paulus in Epheser 6 seine Ausführung zur Waffenrüstung, die ein Schutz sein soll für Christen gegen Angriffe des Teufels, mit den Worten, und zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen. Das heißt, Gebet ist ein wesentlicher Bestandteil des Schutzmechanismus für Christen. Das heißt, Gebet ist wichtig. Aber wie können wir unser Gebetsleben wieder neu beleben, wenn es vielleicht eingeschlafen ist? Oder stärken, wenn es vielleicht gerade ganz gut läuft? Aber wie können wir uns dafür wappnen für Zeiten, wo es angefochten sein wird? Und Daniel liefert uns hier, ich finde, 3 praktische Hilfen. Das erste ist, schaff dir
eine Routine. Daniel hatte die Gewohnheit, immer vor einem offenen Fenster Richtung Jerusalem zu beten. Ja, nicht, weil es irgendwie eine magische Auswirkung hätte, nach Jerusalem zu gucken, wenn man betet, sondern wahrscheinlich, weil er einfach eine Sehnsucht hatte nach diesem Ort, wo der Tempel steht, wo eigentlich Gott geehrt werden sollte, wo Gott gedient werden sollte. Er wollte zu diesem Tempel, konnte aber nicht hin. Vielleicht drückt diese Ausrichtung einfach diese Sehnsucht aus. Dort ist das Haus meines Gottes. Ja, also am besten sucht ihr euch ein Fenster, das in Richtung BEG gerichtet ist, und dann könnt ihr da jeden Tag beten. Nein, Spaß beiseite. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Aber es kann durchaus helfen, sich einen festen Ort zu suchen, wie auch Daniel anscheinend einen festen Ort hatte zum Beten. Das offene Fenster nach Jerusalem war sein Gebetsort. War gut sichtbar für alle, muss unser Ort jetzt nicht unbedingt sein, kann er aber. Aber es kann dir helfen, wenn du einen festen Ort hast. Das kann der Küchenstuhl sein, das kann in der Ecke des Sofas sein, das kann auch irgendwie der Boden in einer Ecke eines Raumes sein. Hauptsache, du bist ungestört. Letztendlich spielt es keine große Rolle, wo wir es machen. Aber uns Menschen helfen einfach Gewohnheiten. Ja, etwas immer und immer wieder auf eine ähnliche Art zu machen, hilft uns, dran zu bleiben. Das Zweite. Als Erstes schafft ihr eine Routine. Das Zweite ist, es hängt ja mit eng zusammen, bete regelmäßig. Also schafft ihr nicht nur äußerlich irgendwie eine Routine, also fester Ort, vielleicht definierte Zeit, sondern bete regelmäßig. In Daniel 6 lesen wir, dass Daniel dreimal am Tag gebetet hat. Die Bibel gibt uns keine Anweisung, wie oft und wie viele Minuten du am Tag beten sollst. Sie sagt nicht, jeden Tag muss ein Christ 60 Minuten Gebet verbracht haben, mindestens. Aber Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Und er sagt eigentlich, ein Christ sollte immer eine Gebetshaltung haben. Immer mit Gott in Verbindung sein. Natürlich beten wir nicht jede Sekunde. Jetzt gerade bete ich auch nicht. Ich rede mit euch. Aber es drückt aus, ein Christ sollte jederzeit in dieser Verbindung mit Gott stehen. Das kann ein kurzes Stoßgebet sein in einer schwierigen Zeit. Oder ich habe gerade Zeit und ich danke Gott einfach für eine Sache, die mir gerade einfällt. Das ist hier gemeint, betet ohne Unterlass. Bleibt dran. Aber was wir von Daniel lernen können, ist die Regelmäßigkeit. Bete täglich, vielleicht mehrmals. Ja, wenn es dir schwerfällt, dir längere Zeit am Stück zu nehmen, nimm dir zweimal am Tag kürzere Zeiten vor. Zweimal am Tag 5 Minuten, baue es auch aus auf 10 Minuten. So wie du es schaffst. Und arbeite daran. Vielleicht fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren und du schaffst erstmal nicht mehr als 5 Minuten. Dann mach diese 5 Minuten und fang an, das regelmäßig zu machen. Und es wird automatisch mehr werden. Und für den Zeitpunkt gibt es auch, wie beim Bibellesen, kein Universalrezept. Ja, manchen fällt es sehr leicht, das morgens zu machen. Manche sagen morgens, ich stehe um 4 Uhr auf, weil ich arbeiten muss, schaffe ich beim besten Willen nicht. Nachmittag passt mir viel besser. Dann nimm den Nachmittag. Ja, jeder muss so seine Zeit finden, die auch in seinen Tagesablauf passt. Wir sind verschiedene Menschen, wir funktionieren verschieden, wir haben verschiedene Tagesabläufe. Aber finde eine für dich passende Regelmäßigkeit und halte sie ein. Und dann noch eine dritte Sache. Vergiss nicht die Anbetung. Daniel betete und lobpries Gott. Wir sind immer sehr schnell daran, Gott unsere Anliegen zu bringen. Das ist auch gut so. Gott sagt, wir sollen ihm unsere Anliegen bringen. Er möchte sie hören und ihm sind sie nicht egal. Er hilft gerne. Aber was leider oft hinten runterfällt, ist dann die bewusste Anbetung Gottes. Und genau deswegen haben wir hier in der Jugend auch den ersten Teil der Jugendstunde, die Einleitung, wo wir uns ausrichten wollen auf Gott, wo wir ihn anbeten wollen für eine gezielte Sache. Einfach um uns diese Zeit zu nehmen und hervorzuheben, es ist wichtig, Gott einfach auch einfach nur anzubeten. Und wie können wir die Anbetung in unserem persönlichen Gebetsleben noch mehr fördern? Vielleicht ein paar Vorschläge, wie man das machen kann. Du kannst versuchen, einfach einen kurzen Psalm zu lesen, dir aus diesem Psalm 2, 3 Gedanken rauszunehmen, wo Gott beschrieben wird in irgendeiner Eigenschaft. Und dann nimm dir kurz Zeit, ihn dafür anzubeten. Oder verbinde das mit deiner Regelmäßigkeit und sag, ich nehme mir einmal am Tag Zeit für ein Anliegen und einmal am Tag nehme ich mir Zeit, bewusst anzubeten. Würde ich sagen, ich möchte jetzt keine Anliegen für Gott bringen, einfach nur eine Zeit haben, wo ich Gott anbete. Und dann, was auch helfen kann, sing ein Lied, hör ein Lied, was auch bewusst Gott anbetet und nimm dir danach Zeit, Gott anzubeten. Vielleicht ein paar Gedankenanstöße, es gibt sicherlich noch mehr Möglichkeiten, das
zu fördern. Aber ich denke mal, das ist wichtig, weil Daniel das hier auch macht und wir finden es an vielen Stellen, dass Gott geehrt werden möchte. Gott möchte gelobt werden. Gott weiß, dass er gnädig ist und barmherzig ist. Wir sagen ihm damit nichts Neues, aber wir bringen ihm damit die Ehre, die ihm zusteht. In Bezug auf das Gebet sollten wir uns immer wieder selbst prüfen und es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke mal, jeder kann im Bereich Gebet was dazulernen. Niemand hat da ausgelernt. Und auch Bücher können es eine Hilfe sein. Ich möchte hier nur exemplarisch eins nennen. Das Gebetsleben Jesu von Wolfgang Bühne. Wichtige Anregung auch, wie hat Jesus gebetet, was können wir davon lernen? Und es gibt noch viele, viele weitere Bücher, Benedikt Peters Lehre uns beten und so weiter. Es kann auch helfen, einfach regelmäßig solche Gebetsbücher zu lesen, um neue Gedankenanschlüsse zu kriegen, wie kann ich mein Gebetsleben wieder neu beleben, wie kann ich daran wachsen und noch fester werden in dieser Beziehung mit Gott. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Punkt nach dem Leben mit Gott im Alltag, mit Gott leben in Krisenzeiten. Wir haben in Vers 11 bereits gesehen, was Daniels Reaktion auf das Verbot war, nämlich er bleibt bei seinen alten Gewohnheiten. Ja, er hat vorher gebetet, er betet auch jetzt, obwohl er genau weiß, dass auf dieses Gebet, was er jetzt vor einem offenen Fenster sichtbar für alle praktiziert, die Todesstrafe steht. Und darauf haben die Verwalter nur gewartet. Ich lese nochmal ab Vers 11, dann bis 18. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Der hatte in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin. Dreimal am Tag kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Dann traten sie hinzu und sprachen vor dem König bezüglich des königlichen Verbots. Hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen, dass jeder Mann, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbitten würde, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König sprach und antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Hierauf antworteten und sprachen sie vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten aus Juda, achtet weder auf dich, o König, noch auf das Verbot, das du aufgezeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Da wurde der König, als die Sache hörte, sehr betrübt. Und er sann darauf, Daniel zu retten. Und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Da liefen jene Männer eilig zum König und sprachen zum König, wisse, o König, dass die Meder und Perser ein Gesetz haben, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Dann befahl der König und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König hob an und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und ein Stein wurde gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Und der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring und mit dem Siegelring seiner Gewaltigen, damit in Bezug auf Daniel nichts verändert würde. In Punkt 1 haben wir gesehen, dass Daniel ein guter Bürger war. Aber wenn man ihm sein persönliches Glaubensleben mit Gott einschränken will, muss er den Gesetzen des Königs ungehorsam werden. Das haben die Berater richtig angenommen und sie nutzen die erstbeste Gelegenheit. Sie wissen, Daniel betet regelmäßig vor dem offenen Fenster, sie werden es oft gesehen haben. Und jetzt steht da, wie Daniel geht zum Beten und sie rennen gleich hin, um da das einfach nochmal zu sehen, um den Beweis zu haben und gehen jetzt zum König. Damit würden sie ihn jetzt bestimmt loswerden. Der König war immerhin gebunden an das Gesetz der Meder und Perser und er hatte eigentlich keine andere Wahl, als genau die Strafe auch zu verstrecken, wie sie aufgeschrieben war, nämlich Daniel in die Grube zu werfen. Jetzt werden wir uns vielleicht fragen, ja, warum hat Daniel das nicht etwas geschickter angestellt? Er hätte doch 30 Tage lang auf das offene Fenster verzichten können. Ja, einfach die andere Ecke des Raumes nehmen, die nicht einsehbar ist von der Straße und dort beten. Oder vielleicht noch besser, einfach in Gedanken beten. Wenn man auf der Straße geht, in Gedanken beten, keiner wird es sehen, keiner kann in meinen Kopf gucken. Das ist doch das gleiche Gebet. Ja, wo ist das Problem? Warum begibt sich Daniel jetzt in diese kritische Situation, so offen zu beten und damit auch zu provozieren, dass man ihn dafür anschwärzt? Ich denke, der Hauptgrund für Daniel ist, dass er sein Leben mit Gott nicht verstecken will und auch nicht braucht. Warum sollte er anderen etwas vorspielen, wenn er noch felsenfest davon überzeugt war, dass die Zeit mit Gott, die er sich nahm, das einzig Richtige ist? Er hat das vorher getan und vielleicht war es auch eine gewisse Art Heuchelei, das jetzt zu verstecken, nur um seine eigene Haut zu retten. Er zeigt damit ganz klar,
wessen Gebote und Verbote ihm wichtiger sind, nämlich die von seinem Gott. Ihm sind die Verbote des Königs in dem Sinne egal, wo sie total sinnlos sind und gegen die Gebote seines Gottes gehen. Sie verbieten ihm, mit Gott zu reden, was für ihn eines der wichtigsten Dinge ist. An dieser Stelle ist für ihn ganz klar, er wird dem König nicht gehorsam sein. So treu er sich sonst auch an alles gehalten hat, was der König gesagt hat, so treu, wie er für den König den Verwalter gemacht hat, muss er jetzt ungehorsam sein. Und er ist bereit, den vollen Preis zu zahlen. Er wird sicherlich wissen, dass er gut sichtbar ist und dass es durchaus sein kann, dass jemand dann kommt und ihn verpetzt und ihn hinrichten lässt. Und dieses Vorbild von Daniel ist für mich wirklich beschämend. Wenn ich dann denke, wie viel weniger wir oft bereit sind, unsere geistlichen Gewohnheiten über Bord zu werfen. Ja, wie schnell werden Bibellesung, Gebet verschoben. Vielleicht wird die Bibel schnell versteckt, wenn jemand kommt, wenn ich sie gerade gelesen habe. Ich höre auf zu beten, wenn jemand kommt. Wenn deine Freunde und Kollegen dich fragen, warum du morgens so früh aufstehst oder wo du am Wochenende gewesen bist, was du so gemacht hast. Einfach eine normale Frage, was sage ich dann? Sage ich ganz offen, ich lese morgens immer die Bibel und ich bete. Deswegen stehe ich früh auf, nicht weil ich anderes Zeug machen muss. Und am Wochenende, ja, ich habe mich das und das gemacht, aber ich war auch im Gottesdienst und ich war in der Jugendstunde. Oder nenne ich einfach alle anderen Dinge und hoffe, dass sie nicht weiter nachfragen. Ja, ich kann auch sagen, ja, ich habe morgens halt viel zu erledigen. Ja. Ist jetzt nicht komplett die Unwahrheit. Ja. Aber sind wir da bereit, einfach auch ehrlich zu sein und stehen wir dazu und freuen wir uns vielleicht sogar diese Chance zu nutzen, weil daraus sind das ein oder andere Mal schon gute Gespräche entstanden, weil Menschen nachfragen, hey, warum machst du denn das? Warum ist das so wichtig für dich? Bibel lesen, was ist das? Warum macht man das? Jugendstunde, was macht ihr da? Warum machst du das? Hast du nichts Besseres zu tun? Ja, es können gute Chancen entstehen, aber die können genauso gut auch verschenkt werden, wenn wir das verstecken. Und das knüpft eigentlich auch sehr gut an das Thema von vorletzter Woche an, von der Menschenfurcht zur Gottesfurcht. Ja, Menschenfurcht ist ein wesentlicher Faktor in dieser ganzen Gleichung. Deswegen, ich möchte das hier nicht weiter vertiefen. Ihr könnt es gerne auf dem YouTube-Kanal anschauen. Thema von vorletzter Woche, von der Menschenfurcht zur Gottesfurcht. Ich möchte jetzt aber noch eine Sache zum Leben mit Gott in Krisenzeiten hervorheben. Geistliche Gewohnheiten, die du vor diesen Krisenzeiten nicht hast, wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht in diesen Zeiten aufbauen. Wenn du es nicht schaffst, im alltäglichen Leben, wo du relativ friedlich bist und Ruhe hast, Zeit zu nehmen, Gott zu beten, die Bibel zu lesen, dir Zeit dafür zu nehmen, wird es umso schwerer sein, wenn der Druck von außen darauf wächst, wenn es verboten wird. Warum so? Dann wird es schwieriger, damit anzufangen und auch Gewohnheiten zu etablieren, wenn ich sie vorher nicht hatte. Und deswegen sollten wir, wo wir jetzt noch relativ frei und unbeschadet das tun können, das nutzen, um unsere Beziehung zu Gott auf ein festes Fundament zu stellen und diese Gewohnheiten wirklich festzumachen. Solange wir nicht verfolgt werden dafür, nicht massiv Spott und Ablehnung dafür ertragen müssen, sollten wir das nutzen. Aber die Geschichte von Daniel endet hier noch nicht. Ich möchte noch die Verse ab Vers 19 weiterlesen. Dann ging der König in seinen Palast und übernachtete fastend und ließ keine Nebenfrauen zu sich hereinführen und sein Schlaf floh von ihm. Und der König stand bei der Morgenröte auf, sobald es hell wurde, und ging schnell zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit trauriger Stimme nach Daniel. Der König hob an und sprach zu Daniel: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vermocht, dich von den Löwen zu retten? Da sprach Daniel zum König: O König, lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, O König, habe ich kein Verbrechen begangen. Da freute sich der König sehr und befahl, Daniel aus der Grube herauszuholen. Und Daniel wurde aus der Grube herausgeholt und keine Verletzung wurde an ihm gefunden, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Und der König befahl, und man brachte jene Männer, die Daniel angezeigt hatten, und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und ihre Frauen. Und ehe sie noch auf dem Boden der Grube angekommen waren, bemächtigten sich die Löwen und zermalmten alle ihre Gebeine. Und dann noch Vers 29. Und dieser Daniel hatte Gelingen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung Kores des Persers.
Daniel überlebt seine Hinrichtung. Ja, und das nicht, weil die Löwen nicht hungrig waren. Das zeigt, wie die Löwen am Ende mit den anderen umgehen, die in die Grube geworfen werden. Gott greift ein und bewahrt Daniel. Und ja, es geht sogar weiter. Daniel ist auch weiterhin erfolgreich. Der letzte Vers ist wie so ein Nachsatz. Ja, Daniel hatte Gelingen unter Darius und er überlebt Darius und ist auch noch bei Kores, dem nächsten König, auch noch eine hohe Position und lebt auch noch zu seiner Regierungszeit. Das heißt, Gott belohnt Daniels Treue. Und hier ist eine wichtige Sache, dass die Bibel uns dafür keine Garantie gibt. Wenn wir den gesamten Kontext der Bibel lesen, finden wir eigentlich eher das Gegenteil. Jesus sagt, es wird normal sein, dass sie euch verfolgen. Das heißt, diese Friedenszeit, die wir aktuell haben, ist eine Segenszeit, die uns aber nicht garantiert ist. Aber was die Belohnung von Daniel hier zeigt, ist, dass Gott es sieht. Der Gott übersieht nicht, wenn wir ihm treu sind. Und hier wird es sehr, sehr offensichtlich für alle belohnt und Gott greift hier ein und demonstriert auch seine Macht damit. Aber das gibt uns auch Mut, auch wenn es bei uns vielleicht immer nicht gut ausgeht. Ja, wenn Gott den Spott nicht wegnimmt, den wir ertragen müssen. Ja, und wir geächtet werden vielleicht in der Klasse. Und das wird nicht besser. Ja, und ich werde nicht plötzlich Klassensprecher und alles wird wieder gut. Dürfen wir doch wissen, Gott sieht es. Und wenn er es nicht hier auf der Erde belohnt, indem er es besser macht, verspricht uns die Bibel, dass Gott es in der Ewigkeit belohnt. Und auch Daniel, der hat hier zwar hohe Position gehabt, aber mit seinem Tod endete das. Das konnte er ja nicht mitnehmen. Ja, er war dann vielleicht irgendwo in den Geschichtsbüchern der Meder und Perser aufgeschrieben, als ein guter Verwalter. Bringt ihm aber nichts, wenn er gestorben ist. Aber viel wichtiger ist den Lohn, den er damit in die Ewigkeit mitgenommen hat. Und Gott verspricht, Treue zu ihm wird nicht unbelohnt bleiben. Und das soll auch für uns eine große Ermutigung sein. Und damit wollen wir jetzt abschließend zu einem kurzen, aber trotzdem wichtigen dritten Punkt kommen. Also mit Gott leben im Alltag, mit Gott leben in Krisenzeiten und jetzt mit Gott leben zur Ehre Gottes. In Daniel 6 finden wir einige Hinweise darauf, dass die Ehre Gottes ein zentrales Element im Leben für Gott darstellt. Und ich möchte sie einfach hier nochmal gebündelt kurz euch nennen und auch einen weiteren hinzufügen. Der klarste Hinweis, den haben wir in Vers 11 gesehen. Daniel nutzt seine Gebetszeit, um Gott anzubeten. Anbetung ist ein wesentlicher Teil auch des regelmäßigen Gebetslebens, das gesprochene Gebet, das gesprochene Lob für Gott. Das Zweite, was wir gesehen haben, ist aber auch, dass Daniel einen Lebensstil führt, der Gott ehrt, indem er seine alltäglichen Dinge treu macht, indem er ein gutes Vorbild ist für andere. Man kann ihm nichts Schlechtes nachsagen. Und Paulus formuliert das auch in einem generellen Prinzip in 1. Korinther 10, Vers 31, wo er sagt, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zu Ehre Gottes. Das heißt, du kannst die alltäglichsten Dinge tun und damit Gott ehren. Wenn du sie mit der richtigen Haltung machst, wenn du sie dankbar machst, wenn du isst und dafür dankbar bist, dass Gott es dir geschenkt hat, wenn du es nicht verschwendest. Und das kannst du auch mit deiner Arbeit machen, das kannst du mit deinen Freunden machen, wenn du liebevoll bist zu anderen Menschen, wenn du freundlich bist, wenn du einfach Gottes Gebote, auch Gottes Anweisungen befolgst, die er dir für ein Leben mit deinen Mitmenschen gibt, dann kannst du damit Gott Ehre machen. Und als Drittes ehrt Daniel Gott mit seinem Leben, indem er auch in Krisenzeiten Gott treu ist und Gottes Nähe sucht, obwohl er dafür in diesem Falle drastische Konsequenzen fürchten muss. Und das bringt am Ende sogar König Darius dazu zu merken, dass Gott irgendwie ein Faktor ist. Er sagt, der Gott, den du dienst, er möge dich retten. Also selbst Darius greift dann irgendwie nach diesem Strohhalm und sagt, ich kann dir nicht helfen, aber dein Gott kann es vielleicht. Und es geht sogar noch weiter, wenn wir dann die Verse lesen, die wir jetzt erstmal übersprungen haben, 26 bis 28, sehen wir, dass die Treue von Daniel letztendlich dazu führt, dass ein heidnischer König, ein König, der mit Gott nichts zu tun hat, folgende Worte spricht. Darauf schrieb der König Darius an alle Völker, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten. Friede euch und Fülle. Von mir wird Befehl gegeben, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs bebe und sich vor dem Gott Daniels fürchte, denn er ist der lebendige Gott und besteht ewig. Sein Reich wird nie zerstört werden, seine Herrschaft währt bis ans Ende. Der da rettet und befreit und Zeichen und Wunder tut im Himmel und auf der Erde, denn er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Ja, hier lesen wir quasi auch ein Stück weit Lob Gottes aus dem Mund eines heidnischen Herrschers, der mit Gott nichts zu tun hat.
hervorgebracht durch die Treue von Daniel in dieser sehr schwierigen Zeit. Ich möchte am Ende noch einmal kurz zusammenfassen. Mit Gott leben ist wahrlich eine Lebensaufgabe. Es ist nicht nur ein nettes Add-on für mein normales Leben. An bestimmten Zeiten wechsle ich in meinen geistlichen Modus. Dann lebe ich mit Gott, wenn ich im Gottesdienst bin, in der Jugendstunde, morgens, wenn ich Bibel lese. Und dann schalte ich es dann einfach wieder aus. Und dann habe ich meinen Schulalltag, ich studiere, ich gehe auf Arbeit, habe meine Freizeit, meine Hobbys. Ja, und dann vielleicht abends das Gebet abends zum Schlafen gehen, da bin ich wieder im geistlichen Modus. Das ist nicht ein Leben mit Gott, wie wir es hier in Daniel 6 gesehen haben. Sondern ein Leben mit Gott durchdringt alle Lebensbereiche. Es ist immer da. Und alles ist davon geprägt. Alles ist ein Teil davon. Das haben wir zum einen gesehen in Bezug auf den Alltag. Daniel war in seinem Arbeitsumfeld vorbildlich. Er war in seinem Umgang mit Menschen vorbildlich. Und das haben andere Menschen gesehen. Und sein Gebetsleben war ein wesentlicher Teil seines Alltags. Er hat es eingebaut und es war normal für ihn, regelmäßig zu beten. Das heißt, der Alltag ist ein Teil des Lebens mit Gott. Und das hat Daniel zweitens auch geholfen, in Krisenzeiten mit Gott zu leben. Zeiten, wo es schwer war, wo der Druck von außen wächst. Und vielleicht werden wir nicht erleben, dass uns jemand tot androht. Es gibt Christen, die stehen genau in diesen Situationen, dass ihnen ja, der Tod bevorsteht. Heute haben wir auch in der Gebetsrunde genau sowas auch gehört, dass da jemand noch gedroht wurde, ja, weil er einfach aus einem muslimischen Hintergrund sich bekehrt. Ja, und das finden wir, das gibt es heute noch, dass Menschen wegen ihres Glaubens wirklich Angst haben und verfolgt werden, dass ganze Gemeinden im Untergrund sich versammeln müssen, weil es öffentlich zu gefährlich ist. Aber bei uns kann das auch anders aussehen. Das kann einfach Ächtung sein, es kann Ablehnung sein, auch Benachteiligung auf der Arbeit oder unter Freunden, blöde Kommentare, das kann auch wehtun. Und es hilft, wenn wir vorher diese Routinen und diese Gewohnheiten uns aufgebaut haben und so sie auch diesen Krisenzeiten hindurch nutzen, um mit Gott in Kontakt zu treten. Und drittens hat ein Leben mit Gott das Ziel, Gott zu ehren. Im Alltäglichen, in ganz normalen Dingen, in allem, was ich tue, aber auch in dem, wie ich in Krisenzeiten damit umgehe. Alles, was ich tue, soll Gott gefallen und soll ihm letztendlich Ehre machen. Und das schließt auch eine aktive Anbetung in unsere regelmäßigen Gebetszeiten ein. Und möge Gott uns daran wachsen lassen, wirklich immer mehr auch mit ihm zu leben im Alltag und das zu unserer Lebensaufgabe auch zu machen. Unser Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Daniel als dieses große Vorbild auch gibst, was uns zeigt, wie ein Leben ganz praktisch im Alltag mit dir aussehen kann. Ja, Herr, wie Daniel das wirklich zu seiner Lebensaufgabe auch gemacht hat, dir treu zu sein und Herr, dich immer in alle Entscheidungen einzubeziehen und wie er die Nähe zu dir gesucht hat und hilf, dass wir davon lernen, hilf uns immer wieder auch ganz praktisch uns zu überprüfen, uns zu hinterfragen und da auch Schritt für Schritt immer mehr auch verändert zu werden und zu wachsen in den täglichen Dingen, dass du wirklich in uns auch Personen siehst, die dich ehren und die mit unserem Leben dir wirklich auch Freude machen. Amen. Okay, jetzt...